So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Wonder, letztes Mal haben wir die Wüste fast abgeschlossen, würde ich sagen. Haben auch schon den Weg in die Spezialwelt gefunden. Und es bleibt eigentlich nur noch das finale Level, wenn ich jetzt alles im Blick habe. Das werden wir natürlich erst feststellen, wenn wir das finale Level gespielt haben, ob wir wirklich alles hier haben oder ob es irgendwo einen Secret Exit gibt, den wir verpasst haben oder ein Level, was wir verpasst haben. Oder. Da ist ja viel denkbar. Aber jetzt gehen wir erstmal ins finale Level der Wüste. Let's flippin' go. Oh. Ich will ein anderes Abzeichen. Ich will schnell sein. Ja, nee, dann gehe ich wieder. Okay. Okay, Bohrer. Fühl ich. Das war jetzt weniger gut. Das war auch nicht so gut. Okay, ich nehme an, ich will da hoch. Ach, hier ist schon die Blume, okay. Und jetzt ist alles etwas schneller geworden. Oh je, ich muss mich da beeilen. Es fühlt sich alles wieder so schnell. Und jetzt ist es plötzlich langsam. Es wechselt also hin und her. Und jetzt ist alles wieder ganz schnell geworden. Und jetzt ist hier dieses Ding. Und wir haben das. Okay. Und jetzt ist wieder alles langsam. Und es ist wieder schnell. Oh, okay. Ja, das macht einen echt ganz schön kirre, dass das so hin und her wechselt. Also es verfehlt seinen Effekt, glaube ich nicht. Okay, ich muss da oben rein. Oh nee, komme ich da nur mit Bohrer ran? Das ist nicht so gut. Oh shit. Ja, ich komme da nur mit Bohrer ran, ne? Also sollten wir nochmal einen Bohrer bekommen in dem Level. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Ah, das ist schlecht. Ja. Ich brauche einen Bohrer. Den hier brauche ich. Und den darf ich jetzt auch nicht mehr verlieren. Ach, haben wir ja schon. Vorsichtig. Sehr gut. Zweiter Bohrer, it in. Damit kann ja gar nichts mehr schief gehen. Nice. Gut, wir haben alles. Fehlt dir nur noch den Boss zu besiegen. Fehlt ja nur noch den Boss zu besiegen. Wunderbar. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Die waren bisher nicht schwierig, die Bosse. Leider. Aber Nintendo kann Bosse halt auch einfach nicht so gut. Ja.
So, gucken wir mal, was du mir entgegenzusetzen hast, Bowser Jr. Oh, wir spielen im Wasser. Hier schon wieder. Ach ja, natürlich, weil er hat ja auch Wasser geklaut. Ja. Versuch's mal. Ja. Das war das. Jetzt kommt die Verwandlung. Genau. Und dadurch ändert sich jetzt... Okay. Das Wasser ein bisschen. Ah, verdammt. Das Ding ist aber ja, ich könnte ja einfach jetzt da oben... Oh, kann ich nicht. Okay. Tschüss. Oh, okay, nochmal ging's nicht. Ja, aber das war's dann halt auch schon, ne? Ja. Wie gesagt, Bosse sind halt bei Nintendo nicht so... nicht so herausfordernd manchmal. Es gibt auch schon herausfordernde, aber der hier war es jetzt nicht. Riesensamen. Königssamen, ja, wie auch immer. Wie auch immer man es nennen möchte. Das Wasser kommt zurück. Ja, wir gehen einfach der Reihe nach zur Fungimine und dann zum Lava-Ding. Also Welt 5 und Welt 6. Und einfach der Reihe nach. Zack. Und guck mal, jetzt ist hier überall wieder Wasser. Schön. Du hast alle Wundersamen der wolkenlosen Wüste gefunden. Ah, wir haben schon alles. Perfekt. Da haben wir ja schon die Bestätigung bekommen. Optimal, dann können wir direkt weitergehen. Machen wir. Wenn man direkt die Bestätigung bekommt, ist das natürlich optimal. So. Dann kann der nächste, die nächste Piranha-Pflanze hier den Abflug machen. Tschüssikowski. Bleiben noch zwei. Jawollo. Machen wir. Gehen wir weiter. Hallo, Kamek. Okay. Zwischenlevel. Na dann. Haben wir gleich zwei Boss-Level in diesem Part. Luftgaleere in den Blüteninseln.
Ich hätte das Abzeichen wechseln sollen, aber ist jetzt egal. Oh. Da kommt eine Wolke. Okay. Gibt's hier eigentlich? Ja, gibt es. Okay. Geht die auch wieder weg, die Wolke? Ja, geht sie. Für irgend so einen Münzring werde ich bestimmt noch so eine Hauptmünze bekommen. Oh, oh, verflucht. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ich werde nicht belohnt für fleißiges Münze sammeln. Kann ich hier rein? Nein, schade. Wieder nicht belohnt. Oh, ich hoffe, ich kann nicht... Es war... Wow! Die erste Röhre, die ich probiere, wo ich noch sage, ich hoffe, es ist keine von den Röhren. Und genau die ist es. Oha, was ein Glück. Die hätte ich fast verpasst, ne? Also die hätte ich jetzt natürlich um ein Haar verpasst. Eieiei. Okay, wir nehmen noch eins mit. War jetzt nicht so gut. Okay, ich komm trotzdem ran. Oh, Bruder. Der hat mir meine Wolke weggeschossen. Der Frechdachs. Der hat mir einfach meine Wolke weggeschossen. Ups. So. Jetzt müssen wir aber unten rum, weil wir haben schon gesehen, dass da die Kollegin hier kommt. Sehr gut. Mach mal das hier kaputt, Bowser. Danke. Aber nicht meine schöne Wolke. Ah, verflucht. Oh, ich muss da hoch. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Wonderful! Okay, es fehlt aber noch eine... eine Münze. Nein, tut's nicht. Ich hab gelogen. Wir haben alles. Bossfight. Na, dann schauen wir mal, ob dieser Bossfight jetzt besser wird als der von gerade. Ach nee, das ist ja wieder kein Bossfight. Das ist ja wieder dieses... Ja, ja. Das ist ja wieder die Geschichte hier. Ist ja kein echter Bosskampf. So, du musst ja einfach nur durchrennen. Ja. Ne? Es wird nicht besser.
Aber hey, so geht's immerhin voran, ist doch auch schön. Kaboom! Kaboom! So, zwei Level sehe ich schon mal direkt. Da gehen wir doch direkt rein. Hubs und du bist weg. Das klingt nach Pflanzenlevel. Oh, die Viecher. Die kennt man so ein bisschen aus Yoshi's Island. Kann ich die einblubbern? Ja. Okay, ich kann also verhindern, dass die mir meine Sachen wegfuttern. Ja. Sobald ich die erwische, hören die auf zu futtern. Ich verstehe. Okay, das wird sicherlich noch wichtig. Okay, wir haben schon zwei... Hä? Wir haben einfach die zweite schon verpasst. Are you shitting me? Die sind ja komplett hintereinander. Das ist ja ein super kurzes Level dann. Beziehungsweise wahrscheinlich ist einfach der Teil mit der... der Teil mit der Dings länger. Der Teil mit der Wunderblume. Wahrscheinlich ist der einfach der lange Teil von dem Level. Und da haben aber die Pflanzen, die Zehnermünzen nicht mehr reingepasst. Das kann ich mir eher vorstellen. Dann kommt jetzt nämlich die Wunderblume. Und dann wird jetzt übel krass. Ja, genau. Das ist nämlich so ein ekelhaftes Weglaufen. Wie soll ich die erwischen? Hallo? Die fressen die selber weg. Okay, ich verstehe. Die werden also auch selber gestoppt. Nein! Da oben ist der Samen. Puh. Gut. Wunderbar. Ich finde es immer unfassbar ekelhaft, wenn so viele kleine Sachen hinter einem her sind. Das sieht so ekelhaft aus. Ah, das ist was, das kann ich gar nicht ab. Boah. Das war auch schon bei Donkey Kong dieses Level, wo diese Termiten einem hinterher sind. Ich hasse sowas. Gottes Willen, das kann ich gar nicht. Psychisch bin ich da komplett. Mit sowas kannst du mich jagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was bist du denn? Okay. Bisher haben wir noch nichts gefunden. Ah, da ist die erste. Jawohl. Susume! Susume! Da ist wieder so ein Haken. Okay, das war nicht so gut. Ach, guck mal, da ist schon die Pflanze hier. Wow.
Jetzt bin ich ein Goomba. Ah, die dürfen mich nicht fangen, oder was? Ich verstehe. Das ist ein kleines Versteck-Spiel. Na dann. Spielen wir das Spiel mal mit. Dann muss ich hier warten, bis der runterkommt, oder was? Okay, killen kann ich ihn sehr gut. Alles klar, Kollege. Da muss ich hin. Oh je. Ja, aber jetzt kommt der da auch gerade runter. Das ist jetzt nicht so gut. Nope. Zieh dich. Okay. Dann haben wir es jetzt. Puh. Das war aufregend. So, eine Blume, eine Mütze fehlt noch. Oh, bitte nicht jetzt ins Ziel. Das ist nicht so gut. Aber die zweite hatten wir, also kann die nur danach sein. Ah, hier hoch natürlich. Ja. Hier hoch, alles klar. Easy. Gut, dass wir den Bohrer dabei hatten. Das macht das Ganze viel einfacher. Hops. 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 Wunderbar. So kann's doch weitergehen. Nimmer sattes Sag-Aas. Was ein Name, die Sag-Aas. Weil sie A sagen. Okay. Gut, und dann können wir hiermit in die Fungiwälder oder wie auch immer das Ding hieß, reingehen. Fungimine, okay. Alles klar. Die Fungimine. Endlich die Fungimine. Hier soll es ja auch einen Königssamen geben. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo und die Karte hilft auch nicht weiter. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, wir machen einfach alle Level. Was hältst du davon? Wie zum Beispiel dieses hier. Niemand da zu sein. Eine Nachricht, was da wohl steht. Willkommen in der Fungimine, der Fundgrube für funkelnde Fundstücke. Keine Zeit zu arbeiten, ich muss es in Ordnung bringen, ich mache mich auf den Weg. Bitte kommt und helft mir. Machen wir.
Let's go. Hier schon irgendwelche Secrets? Nein, ich glaube hier noch nicht. Was mache ich denn nur? Oh, mein Wundersamen. Ihr habt sicher die Nachricht in meinem Haus gelesen, bitte sagt, dass ihr mir helfen werdet. Ja, machen wir. Mach die Brücke auf jetzt. Ja, mach die Brücke auf jetzt. Laber nicht rum. Ja, hier, nimm. Optimal. Fühleabzeichen. Okay, was kann ich damit tun? Das spürt Sachen auf, die wir finden wollen. Aha. Okay. Na, dann legen wir es mal an. Das wollte ich schon sagen. Irgendeins von den Dingern ist bestimmt. Aber dann taucht hier bestimmt auch noch ein Level auf, wenn ich ein anderes Level gespielt habe. Ja, 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 da tauchen Level auf. Safe Call tauchen da Level auf. Aber wir kaufen erstmal Geld, dass wir unsere Münze wieder loswerden. Wir kaufen Sachen, damit wir unser Geld wieder loswerden. So rum wollte ich das sagen. Aber ich kann nur das kaufen. Ja, komm, dann kaufen wir mal ein paar Anstecker. Hey, ein neuer. Hatten wir schon, oder? Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hey, neu. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hey, neu. Wie auch immer. So. Okay, 6 Wundersamen brauche ich, um hier weiterzugehen. Aber wir wollen ja eh alle Level spielen, von daher. Passt das schon. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Wir sind in der Fungimine angekommen. Welt 5. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.